Hallo, meine lieben Digimon-Fans. Nachdem das letzte Video ein bisschen länger wurde als die anderen, gibt es heute mal wieder ein etwas kürzeres Video. Aber ich denke, das ist schon in Ordnung für euch. Agumon, der mir auch schon wieder fasziniert über die Schulter guckt, ist auch schon sehr gespannt, denn heute geht es um die restlichen Neben-Digimon des Miotismon-Arcs. In diesem Sinne schaut ihr euch mal ganz in Ruhe das Intro an und wir sehen uns dann gleich danach. Als erstes neues Digimon müssen sich die Digi-Ritter mit einem Mammutmon herumschlagen, das nichts mit einem gewissen Mammut namens Manny zu tun hat, denn es befindet sich auf dem Ultra-Level, ist ein Urtier-Digimon und vom Typus Serum. Sein Name kommt vom englischen Mammoth, was Mammut bedeutet, und als Attacken beherrscht er den Tiefkühlatem, die Lawine und das Stampfen. Es können ein Garurumon, ein Leomon und ein Mojamon von dem Champion-Level zu ihm digitieren. Und auf dem Mega-Level kann es zu Metall-Garurumon, zu Saber-Leomon oder zu Slipemon digitieren. Falls ihr euch wundern solltet, warum ich denn nicht noch mehr Digimon aufzähle, könnt ihr gerne einen Blick in die Beschreibung von meinem Video werfen, denn dort werde ich erklären, warum ich mich für diesen Weg entschieden habe. In derselben Folge sehen wir in einem kleinen Rückblick ein Parrotmon. Es ist auf dem Ultra-Level, zählt zu den großen Vogel-Digimon und ist vom Typus Serum. Sein Name kommt vom englischen Parrot, was übersetzt Papagei bedeutet. Passend dazu ist seine Attacke nämlich das Plappermaul. Auch wenn man denken könnte, dass das von der Eigenschaft eines Papageis kommt, es wurde hier nur ganz minimal abgeändert, denn er plappert einen nicht die Ohren voll, sondern schießt lieber elektrischen Strom auf seine Gegner. Auf dem Champion-Level kann es von einem Birdramon, von einem Thunderbirdmon und von einem Reptile digitieren und auf dem Mega-Level kann es die Form von einem Eaglemon, von einem Ornithmon und von einem Phönixmon annehmen. Den beiden Digimon folgt ein Gesomon auf dem Champion-Level. Es ist ein Weichtier-Digimon und vom Typus Virus. Der Name Geso kommt aus der japanischen Gastronomie und bedeutet Tintenfischbeine. Es ist also kein Wunder, dass von Agumon die Frage kam, ob er denn das Digimon essen kann. Als Attacken beherrscht es die Koralle, was aber so nicht ganz so wie zu dem Sinn der Attacke passt, da er damit eine Tintenwolke entstehen lässt. Ein Gomamon, ein Otamamon und ein Nemon können von dem Rookie-Level zu ihm digitieren und er digitiert weiter zu einem Marine-Devimon, zu einem Mega-Cetramon oder zu einem Bademon. In der nächsten Folge kämpfen die Digi-Ritter gegen ein Rearmon. Es ist auf dem Champion-Level ein untotes Digimon und vom Typus Virus. Sein Name kommt dabei aus dem englischen Rare und bedeutet selten und als Attacken beherrscht es den Schlammatem und das Gestankgas. Auf dem Rookie-Level kann es ein ein Palmon oder ein Salamon sein und es kann zu einem Datamon, einem Dragomon und einem Vademon digitieren. Kommen wir nun zu einem kleinen, aber süßen Sonderfall, der das Herz von Katzenliebhabern auf jeden Fall höher schlagen lässt. Ich rede natürlich von Karis kleiner Katze, nämlich der süßen Mizi, die ja das ganze Chaos genutzt hat, sich das Digivice ihrer Besitzerin schnappt und damit ihr ganz eigenes kleines Abenteuer erlebt. Leider sei dazu gesagt, dass man sie nach der ersten Staffel nie wieder gesehen hat und eigentlich will man so gar nicht wirklich wissen, was mit ihr eigentlich geschehen ist. Zu ihrer Namensherkunft muss ich wahrscheinlich nicht viel sagen, aber wie wir ja alle wissen, beherrschen auch Katzen bestimmte Attacken. Einmal hätten wir da ihren süßen Blick und natürlich ihre spitzen Krallen, mit denen Talia schon mal Bekanntschaft gemacht hat. In der nächsten Folge taucht ein Skalmeramon auf, es ist auf dem Ultra-Level, ein Flammen-Digimon und vom Typus Datei. Einmal wird ein Teil seines Namens, nämlich Mera, von dem japanischen Meramera abgeleitet, was brennend bedeutet, und Skal kommt aus dem Englischen und bedeutet Totenkopf oder Totenschädel.
Seine Attacken sind der Metallfeuerball, die Flammenkette und die lodernde Eisenpeitsche. Und er kann von einem Angemon, von einem Meramon und einem Wizardmon digitieren. Und auf dem Mega-Level kann er zu einem Bilzemon, zu einem Megitramon oder zu einem Boltmon digitieren. In der nächsten Folge begegnen Matt und TK zwei recht ungewöhnlichen Digimon, nämlich Pumpkinmon und Gotsumon, die ein wenig auf Abwägen geraten sind und dafür leider auch einen hohen Preis bezahlen mussten. Pumpkinmon war dabei auf dem Ultra-Level ein Puppen-Digimon und vom Typus Datei und sein Name leitet sich vom englischen Pumpkin ab, was Kürbis bedeutet, und als Attacke beherrscht es den Halloween-Streich. Dabei lässt er einen Kürbis über seinen Gegner entstehen und lässt ihn schließlich auf ihn fallen. Auf dem Champion-Level kann er ein Delitramon, ein Woodmon oder ein Wizardmon sein und auf dem Mega-Level digitiert er zu Bilzemon, zu Puppetmon oder zu Rosemon. Dann haben wir dann noch den guten Gotsumon. Er ist auf dem Rookie-Level ein Erz-Digimon und vom Typus Datei und sein Name leitet sich vom japanischen Gotsui ab, was rau, grob, hart oder auch robust bedeutet. Als Attacken beherrscht es die Felsenfaust und den Steinschlag und auf dem Ausbildungslevel kann es ein Motimon, ein Parumon oder ein Pinamon sein und es kann zu einem Gatomon, einem Greymon oder einem Eismon digitieren. In der 34. Folge hat Wizardmon, Gatomons bester Freund, seinen großen Moment. Er ist auf dem Champion-Level ein menschliches Tier-Digimon und vom Typus Datei. Von seiner Namensherkunft war leider nicht so viel bekannt, aber wenn man sich seinen Namen und das Wizard mal ansieht, kann man auch von alleine drauf kommen, denn Wizard kommt nämlich aus dem Englischen und bedeutet Zauberer und wenn man Wizardmon sich ja mal so ansieht, passt das eigentlich auch ganz gut zu ihm. Seine Attacken sind einmal das Zauberspiel, dann der Donnerball und er beherrscht einige Heiljutsus. Er kann aus einem Impmon, einem Gotsumon und einem Patamon digitieren und wird zu einem Mystimon, Lady Devimon oder Verugarurumon. In der Folge darauf sehen wir ein Phantomon und eine Horde Bakemon. Die Bakemon spare ich mir an dieser Stelle mal aus, aber zu dem Phantomon kann man sagen, dass er sich auf dem Ultra-Level befindet. Er ist ein Geist-Digimon und vom Typus Virus. Sein Name kommt vom englischen Phantom, was Trugbild oder Gespenst bedeutet. Und als Attacken beherrscht es die Schattenschere, die Zeitmaschine und das Zauberspiel. Als Champion-Digimon kann er ein Bakemon, ein Devimon oder ein Lizardmon sein. Und auf dem Mega-Level kann er zu Machindramon, Venomiotismon und Wargreymon digitieren. In derselben Folge taucht auch noch ein Dark Tyrannomon auf. Es befindet sich auf dem Champion-Level, ist ein Dino-Digimon und vom Typus Virus. Seine Namensherkunft ist ja fast selbsterklärend. Tyranno ist ja einmal klar. Es kann aber auch vom lateinischen Tyrannus abstammen, was so viel wie Tyrann bedeutet. Und Dark kommt vom Englischen und bedeutet dunkel. Als Attacken beherrscht er den Feuerschlag und den Eisenschwanz. Und er kann aus einem Agumon, einen Tapir und einen Wemon digitieren und er wird zu einem Gigatramon, zu einem Miotismon oder zu einem Skalmeramon. In der nächsten Folge bekommen die Digiritter es auch wieder mit mehreren neuen Digimon zu tun. Einmal begegnen wir einen Megacitramon auf dem Ultra-Level. Es ist ein Meeres-Digimon und vom Typus Datei. Sein Name leitet sich vom englischen Dragon ab, was Drache bedeutet. Sie ist ebenfalls englisch und bedeutet Meer. Und Mega kommt aus dem Griechischen und bedeutet groß. Als Attacken beherrscht es den Lichtschwer und den Eissturm. Und er kann aus einem Gesumon, einem Citramon und einem Marmon digitieren. Und nimmt die Formen unter anderem von einem Black Wargreymon, von einem Seraphimon oder einem Metall-Citramon auf dem Mega-Level ein. Dann haben wir in derselben Folge noch ein Tuskmon auf dem Champion-Level. Es ist ein Dino-Digimon und vom Typus Virus. Sein Name kommt von dem englischen Begriff Tusk, was Stoßzahn, Hauer oder Fangzahn bedeutet. Und passend zu seinem Namen beherrscht er die Attacke Stoßzahn. Dabei wird sein Gegner aber mit seinen Hörnern attackiert. Auf dem Rookie-Level kann er ein Enekmon, ein Gisamon oder ein Palmon sein und er kann zu einem Datamon, einem Metallgreymon oder einem Heldramon digitieren. Und als letztes neues Digimon müssen sich die Digiritter mit einem Snimon auseinandersetzen, einem Digimon auf dem Champion-Level. Es zählt zu der Gattung der Insekten-Digimon und ist vom Typus Datei. Auch sein Name kommt aus dem Englischen, Snee ist nämlich eine Abkürzung für Sniper und das bedeutet auf Deutsch übersetzt Scharf- oder Heckenschütze.
Er digitiert aus einem Bisamon, einem Otamamon oder einem Tentomon und digitiert auf dem Ultralevel zu einem Niotismon, einem Skorpiumon oder einem Pseudomon. So, meine Lieben, damit wären wir auch wieder am Ende des Videos angelangt. Auch Argumon war dieses Mal bis zum Ende sehr interessiert dabei. Er hat es nicht mal geschafft, seine dritte Kekstüte anzufangen. Ich hoffe, euch hat das Video genauso gefallen. Wenn ja, könnt ihr sehr gerne ein Like oder einen Kommentar oder sehr gerne auch beides dalassen. Und dann kann ich nur noch sagen, bis zum nächsten Mal.